Ja, hallo, herzlich willkommen zum Webinar aus dem E-Werk. Ich möchte, also es geht heute ganz um UX-Design und wie das mit künstlicher Intelligenz und besonders, was so die Arbeit vom UX-Design ausmacht. Ich habe das den menschlichen Faktor genannt, darauf werde ich verschiedentlich zu sprechen kommen. Ganz zu Anfang würde ich gerne meine Firma, das E-Werk, vorstellen. Wir sind in Leipzig ein digitaler Dienstleister, der ein sehr umfangreiches Portfolio hat. Wir begleiten unsere Kunden bei der digitalen Transformation, haben Lösungen aus dem Energiesektor, also Kunden vor allen Dingen aus dem Energiesektor, aus dem kommunalen Umfeld, Banken, Versicherungen und Industrieunternehmen und sind geteilt ganz grob in drei Bereiche. Einmal, wie hier schon eingeblendet, die Consulting, die eben berät und viel Zertifizierung und Beratung aus in verschiedenen IT-Bereichen macht. Dann mein Bereich Design und Development. Wir entwickeln nicht nur Designs, sondern wir setzen sie auch um und haben dann machen eben Softwareentwicklung. Und zuletzt die Operations, das heißt, wir hosten und bringen tatsächlich die Anwendungen auch zum Kunden. Das ist ein kleiner Überblick von unseren Kunden, die wir haben. Es sind, wie Sie sehen, ganz verschiedene, aus ganz verschiedenen Bereichen, von ja, Transport bis zu Kommunal, Energie, sind alle möglichen Branchen dabei vertreten. Das ist unser neues Gebäude in Leipzig. Wir sind allerdings schon seit über 20 Jahren hier in der Stadt. Ich sehe gerade. Hören Sie mich alle? Okay, jetzt scheint es wieder weiterzugehen. Wir sind seit über 20 Jahren in der Stadt und haben 200 Angestellte, sind weiter am Wachsen. Ja, genau. Das Team Digital Branding ist ein Unterbereich im Bereich Software Development. Und unser Fokus ist die digitale Neuerfindung der Markenwelt für die digitale Welt, so nennen wir das. Es geht eben darum, dass wir Branding, was man so kennt aus dem alten Bereich, verändert sich sehr stark mit der Digitalisierung und wie man das transformiert. Also dass man eben die Kommunikation auf der einen Seite, auf der anderen Seite tatsächlich den Menschen ermöglicht, die neuen digitalen Produkte zu bedienen. Das bin ich bin Adrian Lehmann, bin UX-Designer im E-Werk und arbeite eben hier in dieser Unit Digital Branding. Am Anfang möchte ich gerne einen kurzen Exkurs über das, was UX-Design eigentlich ist und wie man das abgrenzt. Wir arbeiten mit Mensch-Maschine-Interfaces, ganz grob gesagt. Das heißt tatsächlich, dass wir immer versuchen, das möglich zu machen, dass der Mensch sich eben mit einer Software oder einer Maschine, wie auch immer, dass er sie bedienen kann, dass er nicht von der Maschine bedient wird, kann man so salopp sagen. Es geht natürlich darum, dass er sich wohl dabei fühlt, wenn er arbeiten muss, dass er produktiv ist, dass er seine Aufgaben erledigt bekommt, wenn er sich unterhalten möchte oder jetzt das in der Freizeit in Software benutzt, dass er davon nicht behindert wird in irgendeiner Art und Weise oder sein Erlebnis schlecht beeinflusst wird. Wir versuchen, Orientierung zu geben, Informationen und Services zugänglich zu machen. Und also der Name UX Design kommt auch, heißt User Experience Design und das beschreibt es eigentlich ganz gut. Also es geht um das gesamte Erlebnis des Users. Und natürlich hat es auch die andere Sicht, wenn Sie als Anbieter eines Services damit arbeiten, möchten Sie natürlich auch, dass die Kunden sich wohlfühlen mit ihren Produkten und das erledigt bekommen, was sie vorhaben. Also ihre Software zum Beispiel oder ihren Service auch wirklich gut nutzen können. Man hat wenn man als Blick sich den Designer vorstellt, dann wird oft gedacht, dass es geht um visuelle Welten, das ist ein Ästhet, Kämpfer für Schönheit und Geschmack. Das stimmt natürlich auch alles. Wir grenzen es mittlerweile ab in UI-Design oder Visual Design. Für UX-Design liegt die Sache ein bisschen anders. Wir sehen ästhetische Fragen eher zweitrangig. Sie können natürlich die User Experience positiv beeinflussen. Eine gut gestaltete Welt ist sehr viel wert. Es gibt natürlich auch Überschneidungsmengen, zum Beispiel sind sinnvolle Farbkodierungen oder eine Strukturierung durch Inhalte, durch ästhetische Mittel, sind natürlich ein Werkzeug, dessen wir uns auch bedienen.
Branding ist eine andere Ausgestaltung des Designs der Markenexperte. Der ist natürlich, kennt man das früher, dass die Marken wurden mit erzählten Geschichten wurde versucht zu kommunizieren. Also das waren Werbespots oder dass eben versucht wurde, ein Markenimage aufzubauen. Das ändert sich im Moment sehr stark. Also die Nutzer sind eben jetzt mittlerweile Nutzer und nicht mehr so sehr Kunden, natürlich auch Kunden, aber die fragen doch sehr stark, was bringt mir die Marke? Und deswegen ist es wichtig, dass man einen Service anbietet, der den Menschen, wo die Menschen Profit für sich selber drin sehen. Und das bindet viel mehr an eine Marke als jetzt eine schöne aufgeblasene Geschichte in einem Kinospot. Das interessiert gerade jüngere Leute heutzutage nicht mehr so sehr. Und deswegen ist das, also dass die Stimmigkeit und eines Services ist sehr viel wichtiger, als man sich das früher vorgestellt hat, für das gesamte Markenerlebnis. Und daher ist User Experience auch für Branding-Prozesse ein ganz wichtiges Kernelement. Ich möchte ein bisschen über die Methoden sprechen, mit denen wir arbeiten. Das Design Thinking ist ja mittlerweile sehr bekannt für als ein Werkzeug des Innovationsmanagements. Es wurde ursprünglich abgeleitet von der Arbeit der Designer. Es ist nicht ganz deckungsgleich oder es hat sich weiterentwickelt im Grunde von dem, was Designer machen. Wir benutzen aber viele Prinzipien auch wieder in unserer Arbeit oder also es ist ein Zusammenarbeiten, wenn man so möchte. Man kennt diese Grafik, ich habe hier eine rausgefunden, die ein bisschen kommentiert war. Aber es sind die grundsätzlichen Schritte des Beobachten und Verstehen, Definieren, Konzipieren und Testen, beziehungsweise Testen am Prototypen. Und vor allen Dingen das Allerwichtigste ist, dass man bereit ist, von im Prinzip jedem Schritt wieder zurückzugehen zum Schritt davor oder ganz zu Anfang. Wenn man feststellt, etwas ist nicht, also man macht eine Angabe und die Annahme erfüllt sich nicht und dann muss man eben zurückgehen und es wieder neu machen. Diese ganzen Prozesse stammen aus, nachdem man festgestellt hat, dass Startups mit sehr viel Aufwand gegründet wurden und gestartet sind und ein Produkt hatte, was keiner haben wollte. Und daraufhin hat man solche Methoden etabliert, in der Hoffnung, dass man durch das frühzeitige Testen von kleineren prototypischen Modellen eben da Zweifel ausräumen kann und sich am Markt testen kann, funktioniert das überhaupt, was ich mir vorgestellt habe. Und das ist aber, also diese Methodik kann man auf viele verschiedene Bereiche übertragen und ist ein sehr wertvolles Werkzeug für uns auf jeden Fall. Ja, also das Design Thinking ist natürlich, habe ich ja schon gesagt, benutzen wir nicht eins zu eins. Wir haben unseren eigenen Prozess. Der fängt dennoch an mit der Analyse. Also wir machen Science-Nutzerbefragungen. Aber ganz am Anfang steht natürlich eine Recherche eines Projektes und eines Umfeldes auch. Es kommt darauf an, was es ist. Wenn es ein bestimmter Service ist, muss man sich natürlich, wie macht den Wettbewerb angucken und man versucht genau herauszufinden, was ist es eigentlich für ein Feld, wo man sich bewegt. Und dann geht es darum, dass man sich dem Nutzer widmet und sich überlegt, was der wirklich benötigt. Ein Werkzeug dazu sind die Personas. Man hat früher gerade im Marketing mit Zielgruppenanalysen gearbeitet. Die Personas gehen sehr viel weiter, ist tatsächlich ein Werkzeug des UX-Designs. Und wenn man Nutzerbefragungen gemacht hat, versucht man daraus diese Personas abzuleiten. Das sind tatsächliche Menschen. Also man sagt wirklich, Marianne Müller ist 56 Jahre alt, wohnt im Vorort einer Großstadt, arbeitet halbtags da und da und so weiter. Also man versucht ein wirklich sehr detailliertes Bild eines Nutzers zu erschaffen, um dem ein Gesicht zu geben. Der bleibt natürlich abstrakt und prototypisch und vielleicht auch stereotyp zu einem gewissen Teil, aber man kann immer wieder darauf mappen und darauf zurückgehen im Prozess und sich überlegen, was sagt jetzt Marianne Müller dazu, zu dieser Idee? Kann sie damit was anfangen oder braucht sie das gar nicht oder interessiert sie das nicht oder welche Wünsche hätte sie noch
an das Produkt und können wir das leisten. Und dafür, also dieses Gesicht geben, den Nutzer, das ist ein sehr wertvolles Werkzeug. Als nächster Schritt ist natürlich die Konzeption des Produktes, des Services, was in verschiedenen Schritten passiert. Das Kleinste am Anfang steht das MVP oder Minimal Viable Product. Das wird übersetzt mit ein gerade noch überlebensfähiges Produkt, auch ein Prinzip aus dem Innovationsmanagement. Und da geht es darum, dass man eben ein Modell schafft, was sich wirklich auf Kernfragen konzentriert und wo man ganz grob festlegt, worum soll es eigentlich gehen und was ist das Wichtigste an dem neuen Service oder dem neuen Produkt, was ich testen möchte, was ich implementieren möchte. Dazu reicht in der Form her im Prinzip schon eine halbe Seite Text. Wenn man das schafft, das in wenigen Sätzen zu erklären, ist es schon mal ein guter Anfang. Und das reicht auch schon, um Feedback zu holen und Leute zu fragen, was haltet ihr davon und könnt ihr was damit anfangen. Als nächsten Schritt nutzt man gerne Wireframes. Also das ist, wir machen ja sehr viel, nach wie vor sehr viel Webseiten und Apps. Da ist das immer, wenn es sehr grafisch wird, kann man den Wireframe sehr gut einsetzen. Dafür, um sehr abstrakt ein Layout zu benutzen, festzulegen, wie wird das so grob benutzt, wie ist der Benutzerfluss. Und vor allen Dingen kann man dadurch sich konzentrieren auf die Bedienung und kann visuelle Fragen außen vor lassen. Also ich habe auch später noch ein Beispiel auf einer anderen Folie, dass man eben sich tatsächlich darauf konzentriert, wie erreiche ich mein Ziel in einer Applikation oder und nicht davon abgelenkt ist, was für Logo steht da jetzt drauf, was für eine Farbe hat das, gefällt mir das überhaupt, wie sind die Fotos? Das sind alles Fragen, die eher ablenken, gerade wenn man an so einem frühen Stadium der Entwicklung ist. Parallel arbeiten natürlich auch die Visual Designer und müssen natürlich trotzdem ein Corporate Design erschaffen und sind dabei, haben auch die Wireframes genutzt und erstellen ein Mockup. Und da werden dann eben gestalterische Fragen, Schrift, Farbe, Layout, Fotos, wird da geklärt und das kann auch wieder genutzt werden, um die User zu befragen. Sind am Anfang immer noch Bilder, also man hat noch keine Interaktivität. Das kommt im letzten Schritt, dass man einen Prototypen oder Click-Dummy erstellt, wo tatsächlich dann schon ein Look und Feel überprüft werden kann und man in Details arbeitet. Es gibt noch keine Anwendung an eine Backend-Technologie, ein CMS oder einen anderen Dienst. Es geht rein darum, dass man tatsächlich überprüft, wie fühlt sich das an, wie sieht das aus. Wir arbeiten da jedoch so, dass wir versuchen, dann schon Elemente fertig zu entwickeln und in sogenannte Pattern Libraries zu übernehmen, um die später weiter zu verwenden. Das Wichtigste bei diesem ganzen Vorgehen ist eben das Arbeiten mit Tests. Also man muss in jedem Schritt immer wieder zurückgehen. Ich habe es jetzt ja schon mehrmals gesagt, den User befragen und die Konzepte überprüfen. Also es ist ein Idealbild natürlich, aber je mehr Feedback man sich von außen holt, am besten eben aus der Zielgruppe, und desto präziser wird man in seiner Entwicklung und kann eben dadurch, auch wenn das erstmal nach einem großen Aufwand erscheint, kann dadurch einfach auch Ressourcen, Zeit und auch Geld sparen, weil man dann am Schluss sicher sein kann, dass das Produkt, was man entwickelt hat, auch wirklich eine Relevanz hat und funktioniert. Die Tests sind natürlich, können ganz unterschiedlich aussehen. Also wie hier auf dem Foto, dass man eben Skizzen durchgeht und sich so handschriftlich oder mit Post-its überlegt, wie kann dieser Nutzerfluss sein, ist eine ganz an der Basis eine Methode, aber es kann auch sein, dass man später Features einbaut, zum Beispiel auf einer Webseite und dann mit AB-Tests einfach wirklich ausprobiert,
Findet der Kunde das so oder so besser und wie ist die Reaktion und die Konversationsrate, wo man Sachen dann wirklich messen kann und in harten Fakten hat, wenn man in solchen offenen Interviews natürlich andere, weichere Ergebnisse hat. Aber dennoch ist es wichtig, dass man sich das Feedback immer holt. Ich habe einen Use Case mitgebracht von einem Projekt, an dem wir gerade arbeiten. Es ist fast fertiggestellt. Es geht hier um eine digitale Fahrplanauskunft für einen Mobilitätsanbieter, also einen öffentlichen Nahverkehr. Und der hat uns, was eben das UX angeht, vor einige Herausforderungen gestellt, aber wir konnten da auch das sehr beispielhaft durcharbeiten. Am Anfang, das ist der Status quo, sah das Ganze so aus. Also wir haben eine 10 Jahre alte Seite, der man ihr Alter auch ansieht, die auf der anderen Seite eine sehr anspruchsvolle Technologie im Hintergrund hat, die auch ja, sehr gut funktioniert, aber eben ein Interface hat, was nicht mehr zu verwenden ist in der Form. Und es ist sehr unübersichtlich. Man hat hier versucht, das alles mit Funktionen zu überladen und ohne, dass es ein durchgängiges Konzept gab. Es war dann die Forderung, dass man das natürlich übersetzt in unsere heutige Zeit. Es muss mobil gut einsetzbar sein, es soll eine zeitgemäße Benutzerführung sein und ein generell schlankeres und übersichtlicheres Layout. Man sieht hier, ich habe es ja vorhin schon erzählt, ein Wireframe, mit dem wir gearbeitet haben. So sah das im Prinzip aus. Also das ist hier schon die Ergebnisansicht, also im Grunde diese Seite, wie wir sie übersetzt haben, aber sehr, sehr vereinfacht, um einfach zu überprüfen, funktioniert das so, können die Leute damit arbeiten. Es gibt in jedem Projekt Hindernissen und Risiken und vor allen Dingen eben Bias, also die Neigung, Voreingenommenheit, kann man das auf Deutsch nennen. Und das war in diesem Fall, gab es natürlich Interessen, also ich habe das ja schon erwähnt, dass die Technologie sehr aufwendig war. Und man hat die im Laufe der Jahre immer weiterentwickelt. Also die waren auch der Anbieter, der das macht, ist ein Pionier in eben dieser Technologie, digitale Fahrplanauskunft. Und die haben sehr viele, sehr gute Features auch eingebaut gehabt und wollten die natürlich auch wieder sehen. Aber auf der anderen Seite haben wir eben festgestellt, dass es den User mitunter überfordert und dass viele von den Services nicht verstanden werden oder deswegen auch nicht genutzt werden. Der Kunde natürlich hatte das alles schon mal, die Entwicklung schon mal bezahlt und war deswegen auch, fand es dann schwierig, da einfach drauf zu verzichten. Uns haben dann Tests weitergeholfen. Ich habe hier ist ein Beispielbild von der Heatmap. Also wir haben natürlich immer Analyse-Software, lief die ganzen Jahre auf der Seite und wir konnten damit dann natürlich auch argumentieren, dass wir festgestellt haben, gewisse Optionen, die eingeführt waren, mögen sinnvoll sein für wenige Leute, aber werden eigentlich nicht wahrgenommen. Und man braucht sie zumindest, wenn man sie, also teilweise haben wir Sachen auch wirklich ausgebaut, weil wir gesagt haben, das braucht man in der Form nicht. Aber auf der anderen Seite konnte man tatsächlich feststellen, man kann die an andere, weniger prominente Bereiche setzen und deswegen und stattdessen die wichtigen Sachen in den Fokus setzen. Ja, mittlerweile sind wir mit dem UX-Prozess weit durch und wir sind eben in Details der Umsetzung, die jetzt sehr weit fortgeschritten sind. Es geht ja eigentlich in dem Seminar um KI und ich habe sehr viel jetzt über UX geredet. Es geht mir darum, dass man natürlich jetzt so ein bisschen einfach sieht, was wir im Moment machen und wie unsere Arbeit ist. Es ist so, dass das User Experience Design wird auch weiterhin wichtig sein, auch wenn man KI hat. Die Frage ist natürlich, also teilweise arbeiten Sie ja in dem Bereich, teilweise haben Sie jetzt auch viele Informationen dazu bekommen, zu dem Thema. Künstliche Intelligenz hat erstmal natürlich die Auswirkung, dass man nicht mehr in der gewohnten Weise Software bedienen muss. Oder das ist zumindest die Hoffnung, die wir jetzt haben als Designer oder als Menschen, die sich für User interessieren. Weil man kann sehr komplexe Prozesse zwar abbilden und kämpft damit natürlich auch an vielen Stellen.
Aber wir haben die Hoffnung natürlich, dass selbstlernende Systeme zum Beispiel sich selbst konfigurierende Systeme auch und eine andere Form von Interfaces die Nutzung von Software sehr viel vereinfachen werden. Und man hat, also es gibt hier jetzt einige Sachen schon auf dem Markt, also zum Beispiel alle kennen dieses Heizungsthermostat Nest, was sehr geschickt gearbeitet hat mit einer sehr schlanken Bedienung, aber einer sehr großen Wirkungskraft im Prinzip, dadurch, dass man eigentlich nur diesen Drehregler hat und wenige andere Elemente. Und das durch Gewohnheit, durch das Aufnehmen der Nutzergewohnheiten eben angefangen hat, sich selber zu programmieren. Und so wird es auch geschehen, dass man, also die Konfigurationsaufwände, die man im Moment hat mit Software, die wird sich verringern. Und das ist erstmal aus Designsicht ein sehr großer Vorteil, weil man jetzt nicht mehr die Leute durch sehr große Formulare schicken muss, weil eben KI schon weiß, was der User jetzt will. Einfach dadurch, dass es Daten hat, in welcher Situation steckt der User, was hat er möglicherweise vor. Das sind natürlich Daten, die auch erhoben werden müssen, was, komme ich gleich zu, immer noch ein Thema ist, aber was eben den Vorteil bietet, dass man rein die Klickpfade sich einfach verkürzen und man sehr viel weniger Zeit vor teilweise einfach auch langweiligen User Interfaces verbringt, die man mit schöneren Sachen verbringen kann. Und so Zeit hat für auch andere Sachen, die man im Moment einfach noch auf investieren muss, um Software zu konfigurieren. Ja, das ist natürlich der andere Punkt, dass ich habe hier ein Bild von Alexa gezeigt und es ist natürlich, sind die, haben die Menschen auch Angst vor KI-Systemen. Und das ist auch immer ein Thema natürlich für uns, weil es gibt Methoden, wie man dem Nutzer die Angst nehmen kann. Und eine ist natürlich zum Beispiel Transparenz, dass man Transparenz und auch das Gefühl von Kontrolle, also dass der Nutzer nicht das Gefühl hat, dass die Maschine ihn kontrolliert, sondern dass er tatsächlich selber in der Lage ist, die Sachen selbstgesteuert durchzuführen. Und da kommt Design eben als Werkzeug zur Methode, weil wir können das Gefühl, nicht nur das Gefühl schaffen, sondern wir können auch einfach darstellen, was macht jetzt die Software, welche Daten erhebt sie. Und diese ganzen Prozesse zu begleiten, das ist eben auch Designarbeit. Also es geht bei uns immer darum, dass wir uns überlegen, was ist die menschliche Perspektive und wie kann man die in einem Softwaregestaltungsprozess oder Entwicklungsprozess eben berücksichtigen und somit ist der Designer baut eine Brücke einfach auch zwischen, platt gesagt, zwischen der Mensch und der Maschine, aber natürlich in Wirklichkeit auch zwischen dem Auftraggeber, dem Entwickler und dem späteren Kunden. Und ja, so verstehen wir eigentlich das User Experience Design, auch in Zeiten der künstlichen Intelligenz. Ja, vielen Dank. Das war es jetzt erstmal von mir und ich würde auch gerne Fragen beantworten.